Es geht fleißig weiter mit dem großen Rückblick auf das Ferienprogramm. Diesmal besuchte ich die Kämpferinnen und Kämpfer beim Yeti-Trainingstag in Ramstein. Um genaueres über diese Sportart zu erfahren, habe ich mich mal mit dem Meister unterhalten. Ja, mein Name ist Kim Herzog. Wir sind hier im Taekwondo-Sender. Das betreibe ich jetzt seit 15 Jahren hier in Ramstein und ja, immer noch mit Herzblut. Wobei geht es denn beim Yeti-Training genau? Also da ging es um Schwertkunst, Schwertkampf, ja, wie beim Film. Ja. Und ja, das macht halt riesen Spaß. Das kommt ursprünglich aus Japan, ja, nennt sich Sports Chambara. Und trainiert wird mit gepolsterten Waffen, also mit Schwertern, ja, sodass halt auch keine Verletzungen entstehen. Ja. Was gibt es denn überhaupt für verschiedene Techniken bei diesem Kampfsport? Also es gibt eine Form, die hat 5 Techniken. Ein Schlag zum Kopf, zum Körper, zur Hand und zum Bein und einen Stich, ja, den Ski. Und das hört sich im ersten Moment ziemlich einfach an, aber es ist schon, also bis man die richtig beherrscht, das dauert schon lang. Aber also wenn man das so ja, 2-3 Stunden mal gemacht hat, ja, und dann kann man schon mit Spaß dabei sein und kann spielen, sage ich mal. Ja. Aber diese Kampfsporttechniken sind doch nicht nur zum Spielen gedacht, oder? Also hier im Taekwondo geht es jetzt nicht nur im Spielen, ja, sondern also wir vermitteln ja auch Werte, ja, stehen ja hier oben auch ganz groß, ja, wie Disziplin, Selbstbeherrschung, ja, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und so weiter. Ja. Und ich finde, es ist wichtig, dass die Kinder hier nicht nur Selbstverteidigung lernen, natürlich, ja, sollen sich auch verteidigen können, aber uns ist es wichtiger, dass sie halt wirklich Champions im Leben werden, ja, also dass sie ja, einen starken Charakter bekommen hier. Wie verläuft bei euch überhaupt so ein Trainingstag? Wir haben uns ganz normal warm gemacht, das gehört sich ja so, ja, auch wenn es da jetzt mehr so ums Spielen ging an dem Tag, ja, haben wir uns ganz normal aufgewärmt, ja, dann haben wir verschiedene Übungen, also die einzelnen Schlagtechniken haben wir geübt, ja, und dann durften die Kinder das Ganze auch mal probieren im Kampf, ja, im Wettkampf und was auch alle richtig Spaß gemacht hat. Ja. Wie viel bedeutet dir diese Arbeit mit den Jungs und Mädels, wenn man es denn überhaupt Arbeit nennen darf? Also Arbeit ist es für mich auf keinen Fall. Ja. Ich mache das schon seit ich 7 bin, also ich mache das jetzt schon 30 Jahre und es macht mir einfach unheimlich Spaß. Ja. Und ich konnte mich, also das war schon von, ja, als ich Kind war, war mir schon klar, was ich später werden will. Und mein Ziel war es auch immer, Kampfkunst für Kinder anzubieten. Ja. Und von daher haben wir uns darauf spezialisiert. Ja. Und ja, unsere Hauptzielgruppe sind Kinder, ja, und es macht einfach unglaublich Spaß, weil was man von den Kindern zurückkommt, allein das Lächeln im Gesicht, ja, und das ist unbeschreiblich. Ja. Zuletzt hat man euch sogar bei der Abendunterhaltungsshow im ersten Programm Klein gegen Groß sehen können. Wie kam es eigentlich dazu? Erzähl mal ein bisschen. Zoe wurde letztes Jahr bei den Kindern, bei der Kinderweltmeisterschaft, hat sie den ersten Platz gemacht. Dann war ein Bericht in der Zeitung hier in der Rheinpfalz. Dann kam SWR und im Landesschau. Und ja, dann wurde ARD Klein gegen Groß auf sie aufmerksam. Und so kam das Ganze, ja, dass nach dem Casting durfte sie dann da mitmachen. Und ja, da waren wir jetzt auch. Und also das war ein Riesenerlebnis, also nicht nur für die Zoe, sondern auch für uns. Ja, also es war was ganz Tolles und ja, die Resonanz hier, der Zuspruch, also ist Wahnsinn, unglaublich hier von Ramstein, was hier passiert, auch komplett eigentlich aus ganz Deutschland, also ist verrückt. So, ihr kleinen Kampfsportkünstlerinnen und Künstler, nun wisst ihr schon einmal, wie man sich richtig verteidigen kann und wie man die Technik anwenden muss. Kim Mark, dein Abschlusswort. Erstmal vielen Dank an unseren Bürgermeister, absolut super, ja, von der Organisation her, die Ferienprogrammspitze, auch ans Jugendbüro. Vielen Dank, dass wir schon so lange zusammenarbeiten dürfen und ich freue mich auf viele weitere Jahre. Und alle, die vorbeikommen wollen, jeder ist hier herzlich willkommen und wir freuen uns.